Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier aus dem frostigen Winterwald. Das Thema dieses heutigen Videos ist etwas anderes als sonst. Es hat auf jeden Fall hier einen Bezug zur Douglasie, die Bäume, die hier um mich herum stehen. Und kleiner Hinweis, die Douglasie ist ebenfalls heimisch in Kanada. Vielleicht ahnt ihr schon, um was es geht, vielleicht auch nicht. Es geht tatsächlich um eine Serie, und zwar Seven vs. Wild. Für alle, die noch nicht wissen, worum es dabei geht, die bleiben am besten dran. Und jeder, dem dieser Name schon mehr als geläufig ist, der kann den ersten Teil einmal skippen. Seven vs. Wild ist ein Videoformat, eigentlich eine YouTube-Serie, die mittlerweile in der dritten Staffel gedreht wurde. Dabei werden Kandidatinnen und Kandidaten, erstmal eigentlich sieben an der Zahl, in der Wildnis ausgesetzt, irgendwo auf dieser Erde. Und die müssen dann mit nur ganz wenigen Gegenständen, die die zur Verfügung haben, sieben Tage überstehen. So war es zumindest in den ersten zwei Staffeln. In der dritten Staffel, die man derzeit auf YouTube mitverfolgen kann, ist es so, dass die Teilnehmenden 14 Tage überstehen müssen, sind allerdings diesmal in einem Zweierteam unterwegs. Das heißt, zwei Leute, die sich mehr oder weniger gut kennen und dann zusammen ausgesetzt werden. So, warum heute ein Video dazu? Es ist auch ein bisschen anders als die Videos, die wir sonst machen. Es ist nämlich ein Reaction-Video. Ich reagiere quasi auf Szenen aus dieser Serie. Und das habe ich mir gedacht, ist nämlich spannend, weil ich selber ab und zu zumindest kurze Survival-Elemente hier im Wald auch anbiete und wollte mal schauen, ja, wie machen die Profis das, wie machen das auch Laien, die aber dann im Extremfall 14 Tage unterwegs sind. Und das Spannende ist, viele Aktionen oder Reaktionen zumindest der Menschen sind da sehr, sehr ähnlich. Und die wichtigsten Punkte, die könnt ihr auch nochmal im gesonderten Video, das wir schon gedreht haben zu Survival, nochmal nachschauen. Das ist hier in diesem Video jetzt auch nochmal verlinkt. Da geht es nämlich um Schutz, das heißt um Shelterbau und den Unterschlupf. Es geht um Trinkwasser. Wasserzufuhr ist ganz, ganz wichtig, viel, viel wichtiger als Essen. Aber auch das soll Thema sein hier in diesem Video. Und jeweils dazu werde ich mir einzelne Videosequenzen anschauen, die immer wieder kurz anhalten und ein paar Worte dazu sagen. Dann würde ich vorschlagen, starten wir mit Priorität 1, Schutz vor Witterung, also Wärme und Nässe. Und mit den Sheltern, mit den Unterkünften quasi der Teilnehmenden bei Seven vs. Wild. Schön auspolstern, ja. Und dann am Schluss muss. Und genau. Alter, das muss jetzt dann. Ja, das muss. Das muss, ey, wir werden schlafen wie Babys heute Nacht. Und wir starten mit dem Frauenteam in der Runde, mit Hannah und Affe. Und super spannend, deren Shelter besteht hauptsächlich aus einem Jägerbett und der Plane. Die Plane haben sie schon selber von zu Hause mitgebracht. Das war eine der Gegenstände, die sie eben mitnehmen durften, weil sie in so eine Trinkflasche reingepasst hat. Und sie haben ambitionierte Pläne, die haben sie ja jetzt hier auch nochmal geschildert. Sie wollen das auf jeden Fall abdichten, sodass das auch von den Seiten geschützt ist. Worauf ich wirklich neidisch bin, ist deren Jägerbett. Also das sieht wirklich super komfortabel aus und ich glaube, im Vergleich zu den anderen Teams ist das einfach Premium. Also die haben das ja richtig schön ausgepolstert und da kann man jetzt sagen, ja gut, ist das überhaupt notwendig? Ich würde sagen, ja, was nämlich notwendig ist, ist erholsamer Schlaf. Und man braucht einfach die Nächte, um regenerieren zu können. Und wenn dich da ständig irgendwas von unten drückt und dich wach hält, dann ist das ungünstig und raubt dir dann auch Kräfte, definitiv. Was man hier natürlich sagen muss, das trifft aber eigentlich für alle Teilnehmenden zu, alle Teams zu. Sie hatten ja richtig bisher richtig Glück mit dem Wetter, weil es nur wenig geregnet hat. Und bei dem Shelter ist es so, wenn es natürlich jetzt mal so richtig regnet und vor allem windig wird, das heißt der Regen von der Seite kommt, dann sind die hier leider ziemlich schutzlos ausgeliefert und würden natürlich sehr, sehr nass werden. Aber Bett wirklich top, erstmaliger Regenschutz, ist ja auch noch relativ am Anfang. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann schauen wir mal, was die anderen so machen. Jetzt haben wir hier Joey und Jan. Da geht's gleich weiter. Wir holen jetzt Grünzeug, um die Löcher
in unserem Haus zu stopfen, weil es ist richtig kalt geworden. So, kurzer Zwischenstopp an der Stelle. Das Grünzeug, das Jan auch im Hintergrund sehr motiviert reinblickend hochhält, das gibt es tatsächlich auch hier bei uns in den Wäldern. Das ist, wird in Kanada meines Wissens als Fireweed bezeichnet, weil es eine Pionierpflanze gerade nach Waldbränden und auch in den USA ist, also es kommt relativ schnell auf so Waldbrandflächen und bei uns heißt es schmalblättriges Weidenröschen. Also das ist quasi eine Pflanze, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Man kann die sogar essen. Das wissen die beiden vielleicht in dem Fall nicht, wobei es auch die Jahreszeit ist, in der von dieser Pflanze nicht ganz so viel verwertbar ist, außer die Blüten zu Dekorationszwecken. Aber gut, Deko macht halt auch nicht satt. Und sie nutzen es jetzt in dem Fall zum Ausstopfen eben von den Löchern. Aber dann schauen wir mal, wie das Shelter zu dem Zeitpunkt schon aussieht. Und die müssen zu werden, dass wir dadurch, und wenn das nur 5% weniger Wind ist, was bei uns durchgeht, das ist 5% mehr Lebensqualität, die wir schaffen. Und quasi, weil wir haben die Nacht beide gefroren. Es hat auch geregnet, genieselt, es hat... Die Schlafsäcke waren zur Hälfte nass, weil der Wind vom Meer... Ja, wunderbar. Joey und Jan, die haben sich an der Küste ganz hinten quasi eine kleine Villa, so wird es später auch mal bezeichnet, gebaut. Haben dabei eine Unterspülung, die wahrscheinlich durch das Meer entstanden ist. Also sie sind noch relativ nahe am Wasser eigentlich dran. Weiter ausgebaut, also sich da in den Hang reingegraben und bauen sich dort eine Liegefläche. Haben sich dann so eine Art Veranda gebaut, mit Fichtenzweigen abgedeckt, teilweise mit einer Folie, mit einer Rettungsdecke hat man da gesehen, noch zwischendrin eingespannt. Die ist natürlich auch dicht. Die war auch leicht schräg angebracht. Das heißt, wenn es irgendwann durch die Fichtenzweige, die das Gröbste an sag mal, leichtem Regen abhalten, auf jeden Fall dann doch durchtropft, dann würde es unter der Folie zumindest nochmal einen weiteren Schutz geben. Aber sie haben ja das Problem mit dem Wind. Das ist natürlich an der Küste sehr ungeschützt bis jetzt. Da pfeift der Wind einfach so rein. Also da müssen sie die Seiten schon noch dicht machen. Aber Joey klingt ja hoch motiviert, daran weiterzuarbeiten. Und dann denke ich mal, kann das noch einiges werden. Ein spannendes Shelter haben auch Andy und Gerrit von den Naturensöhnen. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Haben jetzt hier gerade schön Pause gemacht oder machen noch Pause. Ich habe mich auch. So, das reicht eigentlich auch schon. Man sieht hier eigentlich auch schon alles aus, was deren Shelter besteht. Sie haben sich auch ein extra Bett gebaut, das Ganze so ein bisschen erhöht. Ist auch ganz gut zur Isolation, dass man nicht direkt auf dem kalten Boden liegt. Und haben sich das Ganze noch ausgepolstert oder ausgekleidet mit, schaut aus wie Zweigen von den Nadelbäumen, also Nadelbaumzweige, so ein bisschen gemütlicher gemacht. Später verfeinern die das meines Wissens auch noch, weil das legt sich natürlich irgendwann platt, habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht. Und dann ist es immer besser, du packst später noch mal ein bisschen was oben drauf. Dann ja, ist es wieder komfortabel. Dazu auch die schräg gestellten dünnen Baumstämme. Fürs Erste wunderbar. Sie haben sich auch schon die Kopfseite quasi zugemacht, damit der Wind und möglicher Regen da nicht so rein geht. Und was später noch dazu kommt, sie integrieren ihre Plane, die sie noch mit dabei haben, damit das Ganze auch regendicht ist. Also die bauen sich da ja, eine richtig komfortable Burg. Die eine Seite ist noch relativ offen, aber sie sind auch schon mal ein Stück weit da hinten. Das heißt, sie haben einen Dachüberstand und das ist schon mal sehr gut. Außerdem liegt da ganz viel ja, abgestorbene Zweige, Bäume vorne dran. Da kann natürlich der Wind auch nicht so reinpfeifen. Das bietet auch schon mal dieses Dickicht bietet auch schon mal ein bisschen Schutz. Und ja, die beiden haben natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung im Shelterbau meines Wissens. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal das Shelter von Knossi und Sascha an, was die so getrieben haben bisher. Bro, Knossi, du wirst dich so fühlen. Deine Seite ist jetzt auch fast zu. Wahnsinn. Wahnsinn, schau aus wie eine Blockhütte. Ja, wirklich. Shelter gebaut! Woohoo!
Ja, ganz großer Unterhaltungswert. Also ich glaube, die zwei, die können auch berechtigterweise stolz auf ihr Shelter sein. Ich glaube, es ist schon mal ein Thema, dass die zwei die einzigen sind, die irgendwie keine Folie mit dabei haben, wo sie von den anderen auch so ein bisschen belächelt werden am Anfang, und haben es trotzdem geschafft, ein Shelter zu bauen, das auch zumindest von drei Seiten später, glaube ich, das machen sie vorne, dann wollen sie auch noch zumachen, zumindest dicht ist und sollte auch erstmal den gröbsten Regen abhalten. Also natürlich, wenn man einfach nur Baumstämme oder schwere Äste nebeneinander und aufeinander liegt, irgendwann kommt es da auch durch. Es ist eine schöne Schräge, so kann das Wasser abfließen, den größten Teil. Aber wie gesagt, wenn das Wasser dann, wenn es viel von oben runterkommt, dann läuft es da natürlich dann auch durch. Da hätte man, da könnte man noch überlegen, ob man es dann ausstopft, zumindest in der zweiten Schicht mit Moos, was vielleicht erstmal was verhindern kann in der Stelle. Auch Abdeckungen, wobei das machen die zwei mit Rinde zum Beispiel, dass man da eben ja, das Ganze möglichst dicht bekommt und könnte auch noch Zweige oben drauf packen. Aber das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus und die haben eine sehr geschützte Lage. Sie sind relativ weit weg vom Meer, das heißt auch der erste Wind, der wird schon durch die Bäume, durch die Vegetation abgehalten, der pfeift da nicht so rein. Das ist schon mal von ganz, ganz großem Vorteil im Vergleich zu den Leuten, die eben sehr nah unten am Meer ihr Shelter gebaut haben. Jetzt haben wir zwei. Muss das Shelter. Die haben ihre Unterkunft, ihren Unterschlupf nochmal ganz woanders gebaut, weiter im Hinterland. Papa Platte und Ries, und das schauen wir uns jetzt mal an. Wieder, wie immer, nicht so ein krasses Upgrade, aber das sollte jetzt schon sehr, 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 sehr viel stabiler sein. Ich glaube, gerade von innen. Boah, Digga, das kommt krass. Ja, sehr schön. Nochmal eine ganz andere Variante. Die hatten auch eine Plane dabei, was schon mal ganz hilfreich ist. Und sie haben die Plane zumindest einigermaßen gut fixiert gegen Wind, indem sie die so geflochten haben. Da könnt ihr euch vielleicht erinnern an das Frauenteam. Die hing an ein paar Schnüren. Das ist natürlich, wenn so richtig Wind kommt und der anfängt zu flattern und zu reißen, weiß ich nicht, wie stabil diese Ösen sind, damit die nicht ausreißen. Das ist hier schon mal etwas stabiler. Allerdings bietet dieses Shelter halt von den Seiten her eigentlich gar keinen Schutz. Also es ist ja auch wirklich offen, ähnlich wie beim Frauenteam. Was hier noch dazu kommt, es sieht eigentlich ganz schön aus mit dem Moos. Das bringt bloß eher nichts, beziehungsweise es sogar kann nachteilig sein. Wenn es nämlich regnet, dann saugt sich das Moos, das ja einfach nur auf dieser Plane aufliegt und sogar solche Taschen bildet, einfach nur richtig voll mit Wasser und kann extrem schwer werden. Das ist Torfmoos. Das ist nebenbei hierzulande wäre es geschützt sogar. Kanada sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Das kann wirklich richtig, richtig wie ein Schwamm funktionieren und dann wird es extrem schwer und wahrscheinlich würde es diese Plane vielleicht sogar runterreißen, weil die ja dort einiges an Moos schon draufgepackt haben. Also Moos macht an der Stelle, außer dass es eben schön aussieht und vielleicht ein bisschen was zur Tarnung beiträgt, was aber nicht notwendig ist, bringt das in dem Fall nichts und kann sogar nachteilig sein. Dann hoffen wir mal für die beiden, dass es nicht zu sehr regnet. Zurück am Shelter. So, ganz kurze Sequenz von Trimax und Rumatra. Aber hier sieht man ihr Shelter sehr schön. Das sieht ja richtig gemütlich aus. Die zwei haben ja tatsächlich sogar das Glück gehabt, dass sie eine Isomatte gefunden haben, auf der sie da etwas erhöht liegen und haben ihre Unterkunft zwischen zwei Baumstämmen hier am Ufer gebaut, quasi am Strand. Und haben das auch schon ziemlich dicht bekommen. Also sie haben auch eine relativ große Plane. Das sieht schon mal wirklich sehr, sehr wohnlich aus. Ist die Frage, wie sinnvoll ist das? Also mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass es doch sehr nah am Wasser gebaut ist. Das heißt, bei einem extremen Sturm oder so, glaube ich, fliegt ihnen da einfach alles um die Ohren. So könnte ich mir das vorstellen. Ich meine, die Frage ist auch, wie kommen diese großen Baumstämme, auf denen ihr Haus dann quasi steht, eigentlich dorthin? Das sind natürlich auch vom Wasser angespült worden und einfach nur eine Folie der Meeresbrise quasi entgegenzusetzen. Ja, das kann auch ziemlich in die Hose gehen. Sie haben es versucht, so ein bisschen, glaube ich, zu stabilisieren, indem sie so
Stämme bzw. schwerere Äste quergelegt haben. Ich glaube, das bringt an der Stelle aber nichts. Aber fürs Erste, der Wind zieht da nicht so rein. Sie haben auch vorne und hinten relativ dicht gemacht. Und das ja, es sieht auf jeden Fall wirklich sehr schön aus. Ich kann mir das auch gut vorstellen, so an der Küste, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Hat was auf jeden Fall. Ja, wäre spannend natürlich. Man überlegt dann immer, ja, was hätte man selber gemacht? Ich glaube, das hängt ganz von der Situation ab, in der man dann ist. Weitere spannende Themen sind Trinkwasser und Nahrungsaufnahme. Und dazu kommen wir jetzt. Für das nächste Thema, Trinkwassergewinnung oder Aufbereitung, sind wir einmal umgezogen, damit wir euch auch hier ein bisschen Abwechslung in der Kulisse bieten dürfen und natürlich hier am Wasser. Ganz so leichten Wasserzugang hatten viele Teilnehmer bei Seven vs. Wild Teams diesmal nicht. Aber ich habe ein schönes Video gefunden von Rumatra und Trimax zur Wasseraufbereitung und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Wir haben unsere Vorrichtung gebaut. Hier hinten haben wir das Dreckswasser. Das wird gleich abgekocht mit den Steinen, die hier liegen. Dann wird das Wasser hier reingefüllt. Da wird es dann einmal ein bisschen gefiltert, damit ein bisschen die Kohle und der Scheiß raus ist. Dann kommt es hier rein. Da tun wir gleich Maggi rein und dann machen wir uns eine richtig geile Kuh. Ich glaube, von allen Teams hatten die auch die größten Herausforderungen, weil das mit dem mitgebrachten Topf zum Wasserabkochen ja nicht so wirklich geklappt hat. Deswegen mussten die sich was Neues einfallen lassen. Und ja, das Thema mit erhitzten Steinen Wasser zum Kochen zu bringen, ist natürlich optimal. Dazu braucht es natürlich noch ein Gefäß. Die hatten haben alles versammelt, was sie dazu brauchen, haben sich also viele Gedanken gemacht. Ich kann schon mal verraten, es gab natürlich auch ein paar gescheiterte Versuche, aber sie schaffen es letztendlich, dieses, ich glaube, Dreckswasser, so wird es bezeichnet, dann auch abzukochen, weil so Steine im Feuer, die werden richtig, richtig heiß. Gibt natürlich auch eine gewisse Verletzungsgefahr bei der Sache. Und eine Sache, die man vielleicht noch hätte berücksichtigen können, es kann natürlich schon sein, dass so ein super heißer Stein, auch das Plastik, wenn er irgendwie gerade blöd liegt oder vielleicht an einer Stelle, wo sonst kein Wasser ist, vielleicht sogar zum Schmelzen bringt, weil die wirklich sehr, sehr heiß sind. Das heißt, man hätte vielleicht die Steine, vielleicht machen sie das aber auch und ich sehe es einfach nur nicht, nochmal einen Stein quasi ins Wasser schon reinlegen, dass der heiße Stein nicht direkt auf dem Plastik liegt. Genau, ansonsten, wie gesagt, es klappt und sie könnten das Wasser dann auch so schon trinken, weil in der Regel sind es nur Aschestücke und die sind ja schon mal durcherhitzt geworden und ein bisschen Dreck von den super erhitzten Steinen. Aber sie wollen es natürlich ein bisschen klären und haben ihren eigenen gebauten Filter, was natürlich dann auch wunderbar funktioniert. Unabgekochtes Trinkwasser, so wie es andere Teilnehmer dann später auch noch trinken, das sollte man tatsächlich nicht machen. Es ging oder geht es ganz gut, aber es können immer Keime im Wasser sein. Ich weiß ja nicht, was da alles dran vorkommt. Ja, dann ist es schnell mal aus. Wenn der Durchfall anfängt, dann kann es wirklich böse enden. Dann wird es auch tatsächlich gesundheitlich super gefährlich. Und deswegen sollte man auf jeden Fall abkochen oder eben einen Filter dabei haben, so wie andere des Teams das dann auch machen. Zu einer guten Mahlzeit gehört neben etwas zu trinken natürlich auch etwas zu essen. Tja, Nahrung. Das hat neben dem Trinken natürlich auch viele Teilnehmende bei Seven vs. Wild vor große Herausforderungen gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sein, als ich begonnen habe, diese Staffel zu schauen, dachte ich zuerst, ach, die sind an der Küste, warum essen die keine Muscheln? Und auch dazu habe ich mir mal ein Video rausgesucht. Oh, Niesmuscheln. Ja, servus. Die werden am Schneidebrett hier serviert. Das ist ein Träumchen. Ey, das Schneidebrett lag ja, also kein Schneidebrett, aber das lag hier einfach rum. Wie sie die Muscheln essen, sieht man gar nicht richtig, aber es kommt nochmal zu einer Diskussion, denn es gibt die Meldung von Red Tides, das heißt einer quasi Algenblüte oder Algenpest vor der Küste. Und bei Muscheln ist es so, dass die sehr gut Giftstoffe eigentlich oder Stoffe aus dem Wasser filtern können und die auch anreichern. Und dadurch werden die ungenießbar. Ich muss auch sagen, als ich das dann zuerst gelesen hatte, dachte ich, ja, das ist ja richtig blöd. Mein Plan wäre also nicht aufgegangen vor der Küste. Und die haben das vorher in einem Briefing, haben die das schon gesagt bekommen. Und ich glaube, Sascha, der hat sich da nicht ganz so viel drum geschert und dachte, ja, wird schon gut gehen. Aber es sind dann tatsächlich auch die einzigen Muscheln und das Thema Red Tide kommt dann später auch nochmal auf, die verzehrt werden und ansonsten traut sich da keiner dran und auch selber lassen sie es dann später besser sein.
wie gesagt, Red Tide hatte ich auch mit Atlantik, mit Kanada zumindest noch nicht in Verbindung gebracht, aber es ist immer schön, dass man da Neues dazulernt. Wie sieht es denn eigentlich mit pflanzlicher Kost aus? Für alle, die es gesehen haben, wagen sich nicht ganz so viele dran, beziehungsweise es gibt nur hin und wieder einen Versuch und da schauen wir im Video einfach mal weiter. War bis zur Hüfte drin und hab hier das Cape rausgeholt und das ist jetzt super frisch, frischer wird's nicht. Du hast es schon mal probiert. Du willst das ganze Stück essen? Ich esse das ganze Stück, ja. Wollen wir, brauchen wir erst ein Wasser runterspülen? Nee. Geht so? Sau trocken im Mund. Das werde ich brauchen. Okay, guten Appetit. Wir haben keinen Süßwassersee, das ist einfach unsere Nahrung jetzt, ne? Ja. Alter. Sag mal. Was? Das geht gar nicht. So, stoppen wir mal hier. Ja, ganz witzig, da ist ja sein Klogang und das Sammeln von Algen im direkten Umfeld in Zusammenhang bringt und sagt, frischer wird's nicht. Es hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. Was die beiden da essen, ist Kelp, das ist eine Algenart. Und wenn man an Pflanzen denkt, denkt man automatisch irgendwie an Landpflanzen. Auch hier sieht man jetzt so ein bisschen Grün im Wald. Aber natürlich wachsen auch im Wasser zahlreiche Pflanzen und vor allem eben Algen. Und vielleicht kennt ihr es vom Sushi. Algen sind auch essbar. Allerdings ist da das Problem, dass Algen oft sehr, sehr jodhaltig sind. Und insbesondere diese Alge, die sie da essen, das ist Kelp und die ist besonders jodreich. Und da habe ich mal nachgeschaut und tatsächlich ist es so, dass man davon gar nicht so viel essen darf am Tag, weil das tatsächlich dann problematisch für die Schilddrüse werden würde. Ich denke, das werden die auch beim Briefing gesagt bekommen haben. Tatsächlich kriegt auch keiner so wirklich viel runter. So ein bisschen Jod ist ganz wichtig, auch für euch zur Information. Deswegen ist oft auch Jod im Salz, weil Deutschland meistens Jod unterversorgt ist, also die Bevölkerung. Allerdings würde man sich jetzt 14 Tagen hier von Algen oder insbesondere von Kelp ernähren, glaube ich, könnte man schon ziemliche Probleme bekommen. Aber macht ja zum Glück auch keiner. Lass uns die Stellnetze errichten, Bro. Weil die Fische kommen bei Flut hier rein. Ja. Und wenn die raus wollen, catchen wir die. Genau. Wir müssen es versuchen, Bro. Ja, wir versuchen es. Hier. Ja. Ja, was man hier sieht, Papa Platte und Reese bereiten ein Netz vor, um damit Fische an der Küste zu fangen. Darauf haben ganz, ganz viele Teilnehmerinnen gehofft, auf den ganz großen Fang. Ein großer Fisch, der entweder per Angel oder per Netz gefangen werden kann und so die Verpflegung sicherstellt. Ganz so einfach ist es nicht. Was man hier auch sieht, sie sind gerade bei Ebbe unterwegs, wollen das Netz dann reinstellen und auf die Flut warten, die quasi dann die Fische mitbringt und die dann bei der nächsten Ebbe quasi abfangen. Das Problem ist, dass diese Gezeiten eine unheimliche Kraft haben und man sieht es teilweise in den Einstellungen schon, allein in der Brandung schon, was da für Power dahinter steckt. Und da ist es leider mit solchen Behelfsnetzen und so ein paar kleinen Stöckchen dann doch nicht getan. Das müssen die beiden dann später bitterlich auch feststellen, dass da einfach gar nichts mehr da ist, weil die Strömung das einfach mitreißt. Teilweise sieht man es ja auch an den Stämmen, die an der Küste da rumliegen. Also da ist Power dahinter. Und was hätte ich gemacht? Ich hätte mich tatsächlich eher auf so Kleintiere quasi gestürzt bzw. danach gesucht. Also gerade in so auf diesen Felsen hier, da sieht man ja auch zahlreiche Algen und da hätte ich mich auf die Suche gemacht, ob da nicht irgendwelche kleine Krebstiere, also Krebse irgendwo dazwischen in den sitzen oder sich an Algen festhalten. Also ich hätte mich da, glaube ich, mit den langsameren und vielleicht auch, ja, ich hoffe doch mal einfachere zu findenden Tierchen begnügt. Wo wir gerade schon beim Thema Krabbe sind, da gibt es ja ein Video, wo zwei sehr, sehr erfolgreich sind und das wollte ich mit euch auch noch anschauen. Ja, sowieso? Ja.
Und? Wow. Was? Du verarscht mich, komm. Komm, du verarscht mich. Komm her. Nö. Ja, ja, aufpassen, dass er dich vorne nicht erwischt. Krass. Wow. Ist der riesig. Das kannst du ja keinem erzählen. Hi. Ja, auf so eine große Krabbe hätte ich selber gar nicht gehofft. Die zwei freuen sich auf jeden Fall richtig. Ich glaube, das sieht man. Und ja, da ist natürlich auch ein bisschen mehr dran. Stellt die beiden allerdings aufgrund der Größe des Tieres natürlich vor die ein oder andere Herausforderung, wie man später dann merken wird. So, jetzt hatten wir viel tierische Nahrung, pflanzliche Nahrung, vorher die Algen schon, ansonsten war da nicht viel. Und tatsächlich gibt es in dieser Küstenregion auch, vielleicht verglichen jetzt zum Beispiel mit dem Waldrand hier in der Eifel, relativ wenig Essbares. Ich habe versucht, da selber mal im Vorfeld ein bisschen zu recherchieren, was es dort alles gibt, zum Beispiel auf dieser Hope Island. Da gibt es jetzt nicht die ganz großen Vegetationsaufnahmen davon, zumindest habe ich die nicht gefunden, und es ist eher spärlich. Also was angegeben wird, wird zum Beispiel in diesen Sumpfregionen noch die Krähenbeere, schwarze Krähenbeere, die gibt es auch hier in Deutschland, aber andere Beeren gibt es ja zu Genüge. Und das ist ja für viele auch die einzige oder vielleicht die Hauptmahlzeit. Wir bleiben jetzt nochmal bei den beiden Frauen, weil die vieles echt richtig gut und schön machen, finde ich. Und habe dann noch eine andere Videosequenz, die ich euch zeigen möchte. Ich werde jetzt noch ein bisschen Tanne hier abknipsen. Und dann werden wir die mit in den Tee geben, einfach um ein bisschen Geschmack zu bekommen. Ey, gerade den, ohne Witz, den übelsten Hype mit der Brühe. Krank. Krank. Und jetzt bisschen Tanne rein. Nochmal Geschmack, nochmal was Warmes. So, ich wasche jetzt die Tanne eben nochmal. So, genau. Ja, dass es sich bei den Zweigen vermutlich nicht um Tannenzweige handelt, das ist jetzt mal geschenkt. Was ich euch eigentlich mitgeben möchte, die sorgen für Abwechslung, die zwei. Also das Thema kommt bei den anderen nochmal auf, bei Papa Platte und Reese zum Beispiel, dass man nach 14 Tagen kaum etwas zu essen halt irgendwann einen ziemlich langweiligen und faden Geschmack irgendwie im Mund hat und man möchte einfach irgendwas anderes mal schmecken. Und die zwei, die machen das richtig gut. Und wenn es eben einfach nur ein Nadeltee ist, ein warmer Nadeltee, der bringt Abwechslung und ja auch ein Stück weit Behaglichkeit. Und das könnt ihr auch selber mal ausprobieren, auch mit heimischen Nadelbäumen, außer der Eibe. Die ist natürlich giftig, kleiner Sicherheitshinweis. Kann man sich zu eigentlich jeder Jahreszeit, natürlich auch nicht bei der Lerche, das vollständigkeitshalber muss das erwähnt werden, einen Nadeltee kochen. Und der schmeckt in der Regel sogar ziemlich gut. Ne? Und dann hat man einfach auch einen Wohlfühlmoment. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig fürs Mindset, das natürlich über allem steht, um dann erfolgreich die 14 Tage auch zu absolvieren. So, mich hat auf jeden Fall das Seven vs. Wild Fieber gepackt. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht und euch vielleicht auch schon oder vielleicht auch nach diesem Video mal Lust darauf, mehr zu sehen, mal reinzuschauen. Und das Schöne ist, wenn man sich die Kandidatinnen und Kandidaten anschaut, denen zuschaut, was die alles machen, für Ideen haben. Also mir geht es so, dass ich das dann unbedingt auch selber ausprobieren will. Also 14 Tage ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich war auch tatsächlich noch nicht in Kanada, aber ihr könnt natürlich auch bei euch vor der Haustür in den Wäldern einfach mal klein starten. Ich mache das ja zumindest regelmäßig, dass ich auch mit Kandidatinnen und Kandidaten quasi, also Teilnehmern bei uns in der Veranstaltung, mal über ein Wochenende draußen im Wald bin, auch ohne etwas zu essen mitzunehmen, nur mit den einfachsten Ausrüstungsgegenständen, Schlafsack, Messer und einem Becher. Und ja, dann schauen wir mal so, was es denn da draußen alles Interessantes zu finden gibt, was es zu wissen gibt. Und so kann man einfach einen leichten Einstieg in das Thema bekommen. Und ganz viele Reaktionen von den Menschen sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich, ob das jetzt bei Seven vs. Wild ist oder bei einem Survival-Wochenende in der Eifel.